Servus Fotofreunde, in diesem Video geht es um die neue Panorama-Stitching-Funktion von Lumina Neo. Und es kann nicht nur horizontal und vertikal stitchen, sondern auch aus einem Video. Und wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Meine Videos gibt es jetzt immer eine Woche vorher schon auf watchbetter.com zu sehen. Der Link dazu steht in der Beschreibung unter dem Video zum einfachen Draufklicken. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben, denn dann bin ich motiviert, wieder weitere Videos für dich zu machen. Wenn du Lumina Neo auch erwerben möchtest und es noch nicht hast oder diese Erweiterung erwerben möchtest, dann schau einfach mal unter diesem Video in der Beschreibung. Dort habe ich dir den kostengünstigsten Link immer zusammengestellt und du kannst immer meinen Code probieren. Der ist Janina10, alles zusammengeschrieben und J von Janina groß, Janina10. Und dann bekommst du auch nochmal Rabatt. Lumina Neo bringt ja Stück für Stück neue Funktionen raus. So war zum Beispiel HDR-Funktion jetzt dabei. Und ganz neu ist eben die Panorama-Funktion. Und wie gut sie ist, das schauen wir uns jetzt gleich hier mal an. In diesem Fall habe ich jetzt die Funktion schon. Und ihr seht dann die neuen Funktionen immer hier auf der rechten Seite. Das sind jetzt hier zum Beispiel auch diese HDR-Zusammenfügen-Funktionen. Stapel, Fokussieren, habe ich auch schon mal gezeigt. Hochskalieren. Und diese Panorama-Stitching-Funktion. Wenn du ein Panorama hast, so wie hier jetzt zum Beispiel von Hallstatt am Mondsee, dann kannst du diese einfach nehmen und in Lumina reinziehen. In diesem Fall habe ich das jetzt schon gemacht. Dann tauchen die dort auf. Es besteht ja nicht nur die Möglichkeit, horizontal zu stitchen, sondern auch vertikal. Und auch das kann einen ganz besonderen Bildlook dann kreieren, weil man hat nicht immer ein richtig großes Ultra-Weitwinkel-Objektiv dabei. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Beispiel aus Sardinien. Da habe ich sozusagen ein vertikales Panorama aufgenommen und auch das ziehen wir uns jetzt mal hier rein. Und dann habe ich noch ein schönes dreiteiliges Panorama vom Strand und auch das werde ich jetzt nochmal hier oben mit reinziehen. In diesem Fall seht ihr auch, ich nehme die RAW-Dateien, das funktioniert prima, also ihr könnt auch die RAW-Dateien direkt importieren. Bei der Aufnahme deines Panoramas ist es wichtig, dass du entweder einen sogenannten Nodalpunktadapter benutzt. Das ist nochmal ein kleiner Fuß für deine Kamera, um den Drehpunkt möglichst über dem Sensor zu haben. Denn wenn du sozusagen die Kamera hier hast und du drehst sie rüber und du bleibst nicht wirklich auf demselben Punkt, dann gibt es Parallaxefehler. Also dann verschiebt sich der Vordergrund zum Hintergrund und das kann auch die beste Software nicht ausgleichen. Das heißt, du solltest beim Aufnehmen deines Panoramas, auch wenn es aus dem Stand ist oder du sogar gar kein Stativ benutzt, also am besten ist es Nodalpunktadapter, Stativ, Kamera richtig einstellen und auch die Höhe, also richtig waagrecht einstellen, das Stativ, dass du wirklich auf einer Ebene über dem Sensor drehst. Und wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann versuch wirklich auch mit der Kamera an diesem Ort zu bleiben und dreh dich selber lieber um die Kamera drumherum, als dass du die Kamera nimmst und die Kamera um dich herum bewegst. Denn dann werden auch die Panoramen später deutlich besser und die Software kann auch bessere nahtlose Übergänge finden. Hier habe ich jetzt noch mal ein Panorama mit 5 Bildern. Da bin ich auch gespannt, wie gut es dann bei wirklich vielen Bildern funktioniert. Und wichtig ist auch, wenn du die Einzelbilder aufnimmst, dass sich ungefähr ein Drittel deines Bildes überlappen sollte. Denn der Computer braucht ja Informationen, wo diese Bilder zusammengehören. Und bei einem Drittel ist das eben relativ gut, weil sich auch bei 3 Bildern dann nicht alle 3 überschneiden. Also würde man mehr als die Hälfte überlappen, dann hat man ja sozusagen eine Ebene bei 3 Bildern, wo sich alle 3 Bilder überlappen. Und dann weiß der Computer auch schon wieder nicht mehr, okay, nehme ich jetzt das linke Bild für diesen Teil oder nehme ich das rechte Bild für diesen Teil. Und deswegen gibt es eben die Regel, ungefähr ein Drittel des Bildes überlappen lassen. Gut, wenn du dann dein Panorama hier in die Software reingezogen hast, dann kannst du es einfach nehmen und einfach alle 3 hier rüberziehen. Bei diesen 3 Pünktchen kannst du dann noch weitere Einstellungen machen. Distortion Correction, Vignettierung entfernen und chromatische Aberration reduzieren. Und also chromatische Aberration,
Die habe ich meistens nur bei relativ günstigen Objektiven. Da gibt es dann so einen Farbsaum, also an den Kanten, zum Beispiel von den Armen oder auch im Gesicht, gibt es dann Magenta oder so grünstichige Linien, die man sieht, und diese kann man da reduzieren. Bei der Vignettierung hat man einfach einen dunkleren Rand, und das ist auch wieder schwierig für die Software, weil viele Objektive von Haus aus so sind, dass in der Mitte hell ist und dann an den Rändern dunkel, und dann würde ja der dunkle Rand mit dem helleren Bereich des nächsten Bildes überlappen, und da muss eben die Software so gut sein, dass es das wieder aneinander anpasst, sonst hat man ein Bild, was hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel ist, und das sieht nachher natürlich auch blöd aus. Man kann diese Vignettierung auch vorher schon wegbearbeiten, das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt relativ viel Vignettierung und ihr hättet damit ein Problem, dann könnt ihr natürlich in Luminar oder in Lightroom oder wo auch immer ihr euer Bild vorher bearbeitet, diese Vignettierung etwas reduzieren. Ich klicke jetzt mal in dem Fall nichts an und schau mal, wie es so ist, und dann werde ich nochmal den Test machen mit Vignettierung reduzieren. Dann drückt ihr ganz einfach hier unten auf Start, und jetzt dauert es ein paar Minütchen. Und dann ist das Panorama auch schon fertig. Tada! Hier habt ihr jetzt also euer Panorama, und ihr könnt mit diesem Panorama jetzt hier schon einiges machen. Das heißt, ihr könnt es nehmen und anpassen. Das heißt, wenn euer Horizont nicht gerade ist oder ihr auch irgendeine lustige Verzerrung braucht, dann könnt ihr das natürlich hier machen. Ich versuche es jetzt mal möglichst gerade auszurichten. Und es passt jetzt so schon ganz gut. Ihr könnt aber auch, wenn ihr es noch drehen wollt, dann auch noch ein bisschen drehen. Aber in dem Fall passt es jetzt schon richtig gut. Und hier unten links habt ihr dann verschiedene Darstellungsformen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Kugel, was ja ein Panorama darstellt. Wenn ich ein komplettes 360-Grad-Panorama mache, habe ich ja sozusagen von innen eine Kugel fotografiert, diese jetzt platt darzustellen. Und wer vielleicht auch aus der Fliegerei oder auch ein bisschen sich mit Karten auskennt, es gibt ja die Mercator-Karte. Und je nachdem, wie man das haben möchte, kann man das hier unten eben dann einstellen. Ganz links ist das Spherical, dann kommt der Zylinder, dann kommt die Mercator-Karte, dann kommt Plane und zuletzt kommt noch die Fisheye-Perspektive. Und die größten Unterschiede seht ihr dann natürlich auch, wenn ihr einfach ein bisschen hier rumspielt, und dann seht ihr auch gleich sozusagen, was das für einen Unterschied macht. Ich bleibe jetzt hier mal bei der normalen Standardansicht, und wenn euch das jetzt soweit gefällt, dann könnt ihr einfach hier unten auf Stitch gehen. Und dann seht ihr auch euren Ausschnitt. Und diesen könnt ihr jetzt natürlich auch so wählen, wie ihr möchtet. Manchmal mache ich sogar so, jetzt sieht man im unteren linken Bereich, dass da noch ein kleiner schwarzer Fleck ist. Dieses kann man nachträglich auch nochmal runterziehen. Wer aber da nicht ganz so viel am Computer machen möchte, dem empfehle ich einfach hier wirklich die Ecken so zu setzen, dass ihr nichts mehr nachträglich schneiden müsst. Jetzt ist es so ein bisschen knapp mit der Palme. Die nehme ich jetzt nochmal genauso in der Mitte, dass man die noch sieht. Und hier oben rechts versuche ich auch, den Baum nochmal komplett mit reinzunehmen und vielleicht auch nochmal nach unten hin den Strand möglichst gut mit reinzunehmen. So gefällt mir das jetzt eigentlich schon sehr gut. Dann drückst du einfach auf Crop und jetzt kannst du dir dein Bild so nochmal anschauen. Und ich finde, bis auf, ja, da unten in der linken Ecke habe ich noch ein bisschen was dann doch zu viel abgeschnitten. Machen wir es so nochmal. So. Ja, jetzt passt's. Also jetzt schaut es sehr gut aus, und mir gefällt es jetzt auch hier mit der Palme ganz gut, weil das links und rechts dann von den Bäumen so ein bisschen umrahmt ist und man hier richtig schön diesen Strand sieht mit der schönen Steinmauer. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Kanal, und bei 10.000 Followern verrate ich, wo ihr diesen tollen Spot findet mit diesem Baum. Auf Leertaste geht ihr wieder in die Übersicht. Zum vertikalen Stitchen nehme ich mir jetzt hier einfach mal diese beiden Bilder und ziehe die hier unten in die Panorama-Software rein. Gehe auf Start, und jetzt dauert es einen kleinen Moment und errechnet. Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dann bleiben wir jetzt in dem Fall mal beim Plane, weil es ja auch nur zwei Bilder sind. Stitchen das
und passen jetzt hier wieder den Rahmen an. Da merke ich, bei den dunklen Bereichen sieht man etwas schlecht, ob man jetzt da wirklich auch noch im Bild ist. Und dann gehe ich auf Crop und auf Speichern. Und so einfach habt ihr auch euer vertikales Panorama gestitcht. Jetzt könnt ihr natürlich wie immer euer Bild dann auch nehmen und weitergehen auf die Bearbeitung und alle Schritte wie gewohnt dann auch machen. Ja, das gefällt mir doch schon richtig gut. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Nehmen wir einfach mal diese beiden Bilder. Okay, das hat er jetzt wieder ganz gut gemacht. Hier schauen wir einmal auf den Verbindungspunkt, aber das schaut nicht schlecht aus. Und jetzt bekommt ihr auch hier unten diesen kleinen Pfeil und könnt nochmal euer Panorama auch drehen. Also das geht hier immer im zweiten Schritt. Und jetzt kroppen wir das mal. Und das schaut doch schon sehr cool aus. Jetzt schaut das Panorama richtig cool aus und ist einfach ein wunderschöner Ort. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, wer wissen möchte, wie du genau dahin kommst, schaut unbedingt mal in die Videos rein. Und ich habe ganz viele schöne Spots in Österreich besucht und auch genau erklärt, wo ihr parken könnt, wie ihr am besten hinkommt, wo die besten Fotospots sind. Also es lohnt sich wirklich. Eine weitere Funktion ist, dass ihr aus einem Video auch ein Panorama machen könnt. Und das funktioniert mit unbewegten Objekten, also einfach einem normalen Panorama. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr eine Actionaufnahme habt, könnt ihr dann den Snowboarder, der springt, mehrmals im Bild erscheinen lassen. Und das ist natürlich auch eine richtig coole Funktion. Ich muss jetzt schauen, ob ich euch beide wirklich hier live zeigen kann. Aber eine normale Videofunktion, die zeige ich euch jetzt noch. Dafür suchst du dir einfach Videos aus mit einem Schwenk und ziehst diese wieder in Luminar hinein. Dann nimmst du die Videos, gibst sie wieder in die Panorama-Stitching-Funktion und wichtig ist dabei, dass du nur ein Video benutzt, denn zwei gleichzeitig funktioniert nicht. Hier können jetzt keine Einstellungen gemacht werden, ist ja auch logisch, denn das sind ja Einstellungen für die Fotografie und dann drückst du einfach auf Start. Du kannst nun auf dem Play-Button dein Video abspielen und so den perfekten Frame für dieses Video finden. Das bedeutet, dass du dir die Start- und Endpunkte deines Videos auswählst, um zu sehen, okay, hier möchte ich mein Foto beginnen lassen und bis zu diesem Punkt, in meinem Fall jetzt hier weiter hinten, weil da wurde erst der Schwenk gemacht. Und so kannst du es eben auswählen, von wo bis wohin du genau dieses Foto haben möchtest. In der unteren linken Ecke findest du den Button Custom Objects Composition und mit diesem kannst du jetzt Keyframes setzen. Da unten kommt ein kleines blaues Plus, auf das drückst du drauf und jetzt möchte ich den Schwan mehrfach in diesem Bild haben. Ich setze einfach nur noch den Rahmen um den Schwan, wo ich ihn haben möchte, klicke wieder auf Play und der Schwan schwimmt weiter und ich setze dann nochmal einen weiteren Keyframe. Hierfür einfach nochmal auf das Plus drücken, wieder den Schwan richtig markieren, welchen Bereich du haben möchtest und wieder auf Play drücken. Das kannst du jetzt beliebig oft machen, das heißt auch eine richtig schöne Reihe kannst du machen, wenn du zum Beispiel einen Basketballer hast oder einfach eine Actionaufnahme und du möchtest dort 10-mal das Motiv in diesem Foto haben, kannst du das so oft du möchtest machen. Dann auf Weiter klicken und nachdem es kurz bearbeitet wurde, siehst du hier das wunderschöne Endergebnis. Kannst du wieder einmal in die Mitte klicken, um das Ergebnis zu überprüfen, wie gut die verschiedenen Schwäne eingefügt wurden. Und ich finde, das hat ja recht gut geklappt. Dann nur noch auf Stitch drücken und auf Speichern. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video, deine Janina. Ciao!